Die erste These ist die bekannteste, die berühmteste These. Die Philosophinnen, heißt es da, haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Damit endet dieser kurze Text, die 11 Thesen über Feuerbach, vermutlich der kürzeste philosophische Text der Welt. In diesem Text, in diesen 11 Thesen, skizziert Marx den Streit zweier philosophischer Schulen. Eine, die das Subjektive ins Zentrum der Welt setzt, also die Erkenntnis, den Verstand, die Vernunft. Und eine, die das Objektive in das Zentrum des Universums rückt, also die Sinnlichkeit, die Anschauung, das Gegenständliche. Auf der einen Seite also ein Idealismus, der davon ausgeht, dass die Welt Ausdruck des Geistes ist, dass der Geist sich in der Welt realisiert oder die Welt nichts anderes ist als das, als was sie dem Geist erscheint. Und auf der anderen Seite ein Materialismus, ein deterministischer Materialismus, der darauf beharrt, dass dieser Geist selbst aus der wirklichen Welt stammt und von dieser wirklichen Welt bestimmt, bedingt wird. Marx kritisiert beide Positionen. Die eine, die idealistische, weil es ihr nicht gelingt, den sozialen Platz, den sie in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung einnimmt, zu reflektieren und zu überwinden, weil diese Theoretikerinnen als Theoretikerinnen davon ausgehen, dass die Welt selbst eben Theorie ist. Und er kritisiert die andere, die materialistische, deterministische Position aus ganz ähnlichen Gründen, weil diese deterministischen Materialistinnen die Welt als eine Kette von Ursachen und Wirkungen verstehen, eine Kette von Ursachen und Wirkungen, die sich zwar begreifen lässt, in die sich aber nicht eingreifen lässt. In diesem Sinne ist der Streit der beiden politischen Positionen Ausdruck einer spezifischen politischen Situation, die sich so zusammenfassen lässt, die Gedanken sind frei, aber gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Oder in etwas aktualisierterer Fassung, jede darf ihre eigene Meinung haben und die auch frei äußern, aber man macht das, was die Polizei einem sagt. Und Marx stellt jetzt die Frage, wer bestimmt eigentlich, was auf den Tisch kommt? Wer bestimmt den Speiseplan? Wer befehligt die Polizei? Oder in seinen eigenen Worten, wer erzieht den Erzieher? Diese Thesen über Feuerbach hat Marx 1845 geschrieben, in Brüssel, wo er vor der preußischen Regierung hingeflohen ist. Krieg den deutschen Zuständen allerdings, schreibt Marx. Von heute aus betrachtet könnte man sagen, er flieht, der Flüchtling Marx, flieht gewissermaßen vom ökonomischen Zentrum Europas, Deutschland, ins politische Zentrum Europas, Brüssel, oder genauer gesagt vom politökonomischen Zentrum ins Zentrum der politischen Aushandlungen. Denn das sind zentrale Erkenntnisse von Marx. Erstens, jede Politik ist auch immer ökonomisch, von ökonomischen mitbestimmt, handelt von ökonomischen. Das lässt sich natürlich besonders deutlich sehen eben an der Europäischen Union und ihrer Herkunft aus Montanunion und Wirtschaftsunion. Und Marx erkennt zweitens, dass auch jede Ökonomie immer politisch ist. In jeder Ökonomie müssen die Menschen die Fragen stellen und beantworten, welche Bedürfnisse sie befriedigen wollen und welche Arbeiten sie aufwenden wollen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. In der kapitalistischen Ökonomie sind die Ideologinnen des Kapitalismus aber genau darum bemüht, diesen politischen Charakter des Ökonomischen zu verschleiern. Sie behaupten, schon in der Steinzeit hätten Jägerinnen und Sammler Bären gegen Felle getauscht und auch in der Zukunft würden Menschen immer kapitalistisch wirtschaften müssen, denn das sei von der menschlichen Natur vorgegeben. Wenn die Ökonomie aber natürlich ist und nicht politisch, dann kann sich die Politik darauf beschränken, muss sich die Politik darauf beschränken, Rahmenbedingungen zu setzen und im Zweifelsfall Sachzwänge lediglich durchzusetzen,
zu exekutieren, Sparprogramme aufzulegen, Austeritätspolitik ohne jede Alternative zu erzwingen. Dann stellt sich allerdings die Frage, wenn im kapitalistischen Herzen solch ein Mangel an Demokratie herrscht, warum dann überhaupt noch wählen, wenn es doch eigentlich gar nichts zu wählen gibt? Warum sich um kollektive Entscheidungen bemühen, wenn eigentlich nichts entschieden werden kann, weil alles schon von den ökonomischen Sachzwängen her bestimmt ist? Dann haben wir auf der einen Seite Technokraten, diese Experten für die Notwendigkeit, die Zwänge der Notwendigkeit, die auch nicht gewählt werden müssen, sondern einfach eingesetzt werden können. Und wir haben auf der anderen Seite Rechtsnationalisten, die auch an diesen Rahmenbedingungen, diesen ökonomischen, nichts ändern wollen, das auch gar nicht erst versuchen, sondern sich lediglich darauf beschränken, das herrschende Elend, das verordnete Elend so zu verteilen, dass die Leute, die ohnehin schon am elendigsten leben, am stärksten unter den elenden Bedingungen zu leiden haben. Gegen diese Situation, gegen diese Glorifizierung oder Resignation gegenüber dem Leiden fordert Marx eine Philosophie ein, die diese elendige Situation weder zu einem Wirken des Weltgeistes oder als Ausdruck westlicher Werte sich gerade lügt, noch deterministisch, historistisch, materialistisch mit einem Schulterzucken sagt, dass man halt leider nichts dagegen machen kann, sondern erfordert eine Philosophie als Praxis. Und diese Praxis ist nicht einfach ein Pragmatismus des bloßen vor sich hinwurschtelns, ist nicht Business as usual, ein Pragmatismus der instrumentellen Vernunft, sondern eine kollektive Praxis, in der die Menschen ihre Welt gemeinsam herstellen, erhalten und verändern. Wenn Kapitalismus eine Welt ist, in der die Menschen als Vereinzelte gezwungen sind, voneinander getrennt zu handeln und gegeneinander zu handeln, dann lässt sich diese Welt natürlich auch nicht vereinzelt aufheben. Wenn jeder Einzelne immer nur ihrer eigenen Karriere nachstrebt und ihre Handlungsmöglichkeiten sich darauf beschränken, dann lässt sich nicht individuell vereinzelt etwas an den gesellschaftlichen Verhältnissen ändern, sondern nur kollektiv. Später wird Marx sagen, die Menschen machen ihre Geschichte, aber sie machen sie nicht unter frei gewählten, sondern unter vorgefundenen Bedingungen. Und genau auf diese Bedingungen zu fokussieren und nicht Politik unter vorgefundenen Bedingungen zu machen, sondern diese Bedingungen zu politisieren, sie also zu revolutionieren, das ist die Praxis, von der hier gesprochen wird. Damit würde es möglich, die menschliche Sache aus den Zwängen zu befreien, also die Sachzwänge beispielsweise einer unmenschlichen Austeritätspolitik zu beenden, um nicht nur die Hegemonie des deutschen Kapitals in Europa zu brechen, was ja schon mal ein erster Anfang wäre, ein begrüßenswerter, sondern die Hegemonie des Kapitals über das menschliche Leben selbst zu beenden. Denn das Kapital als verdinglichtes, verpanzertes soziales Verhältnis stellt immer wieder eine Situation her, in der die Menschen als Vereinzelte ihr Leben lediglich unterschiedlich interpretieren können, aber es nicht gemeinschaftlich zu ihren Gunsten verändern können.